Europa bezieht ungefähr einen Drittel des benötigten Erdgases aus Russland. Fast die Hälfte davon wird durch die Ukraine transportiert. Doch das soll sich nun ändern. Die Gaspipeline Nord Stream liefert bereits seit einigen Jahren russisches Erdgas auf direktem Weg nach Deutschland und umgeht damit die veralteten Leitungen durch Osteuropa. Mit einer zweiten Pipeline, der Nord Stream 2, soll die Kapazität ab 2020 verdoppelt werden. Davon profitiert vor allem Deutschland, das nach dem Kohle- und Atomausstieg mit günstigem russischem Gas die Energieversorgung sicherstellen kann, solange die erneuerbaren Energien dazu noch nicht in der Lage sind. Doch das Projekt steht in der Kritik. Europa mache sich durch die Gaslieferungen von Russland abhängig. Osteuropäische Länder befürchten zudem, dass ihnen Russland dank der Alternativroute nach Westeuropa dann jederzeit den Gashahn zudrehen könnte. Und wenn weniger Gas durch Osteuropa nach Westen transportiert wird, fallen Gebühren in Milliardenhöhe weg. Davon besonders stark betroffen wäre die Ukraine, mit der Russland seit der Krimkrise in einem ungelösten Konflikt steht. Kritiker befürchten, dass Russland mit der neuen Pipeline seinen Gegner gezielt schwächen möchte. Wladimir Putin widerspricht. Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились к этому проекту как исключительно экономическому. Dieser Aussage trauen die Amerikaner nicht. Sie warnen vor dem zusätzlichen Einfluss, den Russland mit der neuen Pipeline in Europa erhält. We should no longer allow the Kremlin to use energy as a weapon. Doch auch die USA verfolgen eigene Ziele. Sie machen keinen Hehl daraus, dass sie selbst Gas nach Europa verkaufen möchten. Da kommt der Ausbau der Pipeline nicht gerade gelegen. Allen Widerständen zum Trotz. Der Bau der Nord Stream 2 liegt im Zeitplan und wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch dieses Jahr in Betrieb genommen. Größter Gewinner wäre dann wohl Russland.